Tatjana Ivanova-Nikolskaja hat kein leichtes Leben. Sie lebt von einer kleinen Rente allein in einem Vorort von Moskau. Die meisten ihrer Angehörigen sind vor Jahrzehnten in sowjetischen Arbeitslagern umgekommen. Sie selbst wurde in einem der Lager geboren. Ihre Mutter wurde schwanger, als sie dort inhaftiert war. Sie brachte Tatjana und ihren Zwillingsbruder in Gefangenschaft zur Welt. Als wir ein paar Monate alt waren, wurden wir beide krank. Meine Mutter sagte, ich hätte nichts gegessen, auch mein Bruder nicht. Und was geschah? Ein Jahr haben wir gelitten. Ich überlebte, mein Bruder Vanya nicht. Inzwischen ist Tatjana 76 Jahre alt. Wenn sie sich an früher erinnert, denkt sie oft an ihre Verwandten, die sie während der Zeit des sowjetischen Terrors verloren hat. Sie gehörten zu den Millionen Menschen, die unter dem Regime Stalins verfolgt wurden. Wegen Kleinigkeiten wie Diebstahl bis hin zu politischem Aktivismus. Viele von ihnen wurden in die berüchtigten Gulags verbannt, Zwangsarbeitslager. Vor gut 25 Jahren haben die Russen dann einen jährlichen Gedenktag zur Erinnerung an die politisch verfolgten Opfer eingeführt. Auch das heute enthüllte Denkmal soll an sie erinnern, die Mauer des Trauers. Die Eröffnung fällt auf einen brisanten Termin. Vor 100 Jahren, im Herbst 1917, war die bolschewistische Revolution ausgebrochen, die den Weg für das Sowjetregime ebnete. Präsident Putin hatte den Bau der Mauer vor 2 Jahren angekündigt, aber die Botschaft der Regierung ist zwiespältig. Erst vor kurzem wurde eine Büste zu Ehren Stalins errichtet. Und so wird der diesjährige Gedenktag an die Opfer von Tendenzen überschattet, Stalin im kollektiven russischen Gedächtnis zu rehabilitieren. Stalin ist so etwas wie eine Mythengestalt. Viele denken, und sogar bekannte ausländische Forscher, dass die Menschen damals von Gerichten verurteilt wurden. Tatsächlich wurden sie aber in Abwesenheit verurteilt. Sie konnten nicht ein Wort zu ihrer eigenen Verteidigung sagen. Sie wussten nicht einmal, dass sie zum Tode verurteilt worden waren. Auch wenn sich viele in Russland heute nicht mehr daran erinnern, gibt es jene, die darauf aufmerksam machen, an den Gedenkzeremonien teilzunehmen. Wir dürfen niemals vergessen, was geschah. Es geht hier nicht um eine einzelne Familie, die betroffen ist. Jedes Jahr, wenn ich hierher komme, mache ich mir Sorgen, dass das plötzlich zu Ende ist, dieses Gedenken. Solange es keine Reue gibt, werde ich wiederkommen. Die Freiwilligen stehen Schlange, um die Namen der Erschossenen vorzulesen. Entschlossen, die Erinnerung an die Ermordeten am Leben zu halten.